Yeah, still you. Everything okay? Pretty Boy's not the one hunting me. It's someone named Caesar, and it's got something to do with my dad. But I need to find Pretty Boy to get to Caesar. Before he died, King Dick told me about some girl named Brandy. I don't know her, but if she's got anything to do with Pretty Boy, then try Mud Springs Canyon Speedway. It's the biggest track in the state. Ooh la la. Ah, you can't beat the smell of engines. You're Brandy, right? If you must know, it's mostly vodka. Who shall I say is calling? The name's Jake. I'm offering up my services. I hear you work for Pretty Boy. I believe I can help you guys. Careful. If you start dropping names like that, you'd better be sure of yourself. Look, I'm new here, and I'm not afraid of getting my hands dirty. How's about after I win the qualifier, I work with you two? Perhaps. You'll have to win first. Off you pop. So, was war denn das für eine komische Tante? Die hat mich ja nicht mehr richtig angeschaut. Und wir sind auf einer Rennstrecke. Was macht der Heli? Warum rennen da Leute rum? So, mal komisch. Bis jetzt hat man ja Rennen immer hier auf der Straße oder so. Hallo! Ich will die Strecke natürlich rückwärts fahren. Finde ich viel cooler wie die anderen. Alter, die Physik, die geniale. Richtig geil. So, ja, die Kurve war jetzt, glaube ich, mal. Hallo, so schlecht. Was macht denn der? Warum geht die Kamera? Hallo! Ich will hier nicht driften. Ding rutscht einfach weg, wenn es mal will. So, wir müssen 3 Runden machen. Heieiei. Guck mal, die fahren alle so komisch und. Oder eigentlich komisch gut und ich rutsche da immer so rum. Manchmal. Es kommt so aus heiterem Himmel. So ein Jump! Oder doch nicht? Sind wir vorher nicht da gesprungen? Irgendwo sind wir doch gesprungen, oder? Kann ich da nicht auch jemand runterschlagen oder. Guck mal, der schiebt mich da irgendwie weg. Mal ihr Sandwich. Ist so geil, die können mich wegschieben, aber ich habe irgendwie keine Chance hier. Die machen wie so ein Stein so. Also ich kann wirklich die rammen, aber da passiert nichts. Und guck mal, der schiebt mich einfach zur Seite. Schon irgendwie ein bisschen unfair. Deshalb kann ich nicht irgendwie. Oh, okay. Ja, ein Power Slide will ich jetzt nicht machen. Aber egal. Okay, aber langsam wird es ein bisschen was. Langsam kommt die nicht vorhandene Fahrphysik rein. Oje, oje. Vor allem hier, ich muss ja noch Platz 1 werden. Guck mal, was war das schon wieder? Warum geht die Kamera so ein bisschen weg? Schon wie so ein Boost, aber warum? Verstehe ich nicht so ganz. So, ja, genau. In der letzten. Ja, hallo. Das Spiel, Mann. Das ist so. Ey, ist so schlecht. Das gibt's nicht. Ehrlich, ey. So, einmal. Oh, schön innen rum. Ist schon wieder so ein Boost bekommen. Brauche ich auch hier Richtung Ende. Huh! Good enough? There may be a degree of skill lurking behind your somewhat thick aesthetic. But consistency is what I require. Anyone can have a lucky race. Win the next one too, and make sure you do. I'm going to place a small wager. Put everything on it. I'll make you rich. Excellent. And if you don't win, darling, I'll make you dead. I make you rich, bitch. So, eigentlich habe ich vorher schon alles gegeben bei der tollen Steuerung. So, oh, diesmal rückwärts rum, oder? Oh, 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 oh. Warum haben wir die Keule in der Hand? Oder eher gesagt die Brechstange. Jetzt geht es hier wohl um alles. Ja, genau. Schieb mich erstmal weg. Da mache ich zur Freude erstmal einen Wheelie. So, kommt her. Kann ich eigentlich schlagen? Keine Ahnung. Und das Spiel ja hoffentlich irgendwie dann sagen. So, oh, wow.
Nice Drift. Komm her, komm her. Warte, warum hat er jetzt die Brechstange in der Hand? Ich meine, mich greift ja auch keiner an. Vielleicht sind die Waffen auch erst in der zweiten Runde freigegeben. So, war das jetzt wirklich die Strecke rückwärts rum? Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte aber doch. Doch, könnte schon sein. So, oh. Einmal innen rum durchgezogen. Der Miese. So, warum habe ich dann die blöde Brechstange? Ich muss sie halt irgendwie längere Zeit neben einem fahren oder so. Wow, wow. Wow. Oh, Stoppy. Stoppy ohne zu bremsen. So, guck mal, der hat nicht auch so ein Ding in der Hand. Er hat sein Teil in der Hand. Komm her, komm her. Ja, dann will er doch nicht. Hallo? Also, als ob er so Motorrad fährt, ey. Aber egal. So, ja. Ah, oh, da zieht er wieder innen durch. So, oh, oh, oh. Da ist sie wieder von hinten gekommen, die Maschine. Aber es sieht bis jetzt... Oh. Eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Nur sollte ich jetzt halt noch ein bisschen... Ja, genau. Ja, hallo. Ja, schubt mich halt rum. Bin ich hier ein Fußball oder was? Genau. So, toll. Das in der dritten Runde. So, das soll man nochmal... Hey, hallo. Das war auch mal geil. So, auf ein neues. So, vor allem jetzt habe ich auch gar keine Brechstange mehr. Irgendwie. Also ich glaube, das war mal wieder so ein schöner Fehler von dem Spiel. Ich glaube, das ganze Spiel ist ein Fehler. Das war ein Fehler, es zu kaufen. Sagen wir so rum. So, wobei eigentlich muss ich sagen, eigentlich so Billigspiele oder so Scheißspiele sind ja auch mal so ganz lustig so zwischendurch. Wenn immer so gute Spiele und wo alles klappt oder so. Ja, okay, alles klappt. Ist jetzt auch ein bisschen hochgegriffen. Aber ich sag mal so zwischendurch so ein richtiges Schundspiel macht euch auch mal Spaß. Außer halt an der einen Stelle. Damals war es halt ein bisschen kacke. So wie jetzt gerade. Ja, hallo. Dann mal wieder. Vor allem Wheelie 54 Fuß. Das Spiel weiß schon, wie weit 54 Fuß sind. Also ich weiß es jetzt nicht in Metern, aber 54 Schritte waren das jetzt ganz sicher nicht. Das war also, das waren vielleicht 2-3 Meter über der Video, wo ich da gemacht habe. Irgendwie kriege ich manchmal so einen Boost, aber ich weiß nicht wann. Das kommt immer so randommäßig oder so. Das Spiel mal wieder so, ah ja, okay. Jetzt mal wieder ein Boost hier. So, jetzt. Guck mal! Ja genau, der drängt mich ja voll ab. Ist ja gar nicht. So, jetzt noch einmal Concentration. Ja, genau. Ja, genau. Ja, seitlich fahren. Ja, was geht ab, Mann? In dem Spiel ist natürlich alles möglich. Ich meine, gleich macht er einen Rückwärtsgang rein. Vor allem beim Motorradrückwärtsgang. Dann fahre ich rückwärts über die Ziellinie. Als Erster natürlich. Beziehungsweise, wenn ich rückwärts fahre, dann bin ich vielleicht auch Letzter. Oder, ach, keine Ahnung. So, ich muss aufpassen hier. Nicht zu viel driften. So, oh, oh, oh. Ah, ne, nochmal eine Kurve. Hier hinten kommt, glaube ich, nochmal eine Rechtskurve. Und dann. Oh, oh, oh. Ah, die rutscht ganz schön. I've made a rather healthy sum today. Perhaps, quite surprisingly, you're not an amateur after all. Ha, amateur, hallo. Winning may be your thing, but what makes a man is his losses. I believe I understand you, Jake. Very well. Let's make this official. Go to the Bergenstock mines. There you will find a stellar bike that Pretty Boy and I have had our eye on for some time. It belongs to a miner there called Orson. Bring the bike to me, and I'll pay you. Handsomely. I'm not here for trouble, gentlemen.
Your biker types keep on causing trouble. We don't want you coming up here no more, you hear? Y'all fucking tore up the place last time. I just want to ask a few questions. That's it. I'm not one of them. The hell you ain't, you gas-guzzling cocksuckers turn up and just go ahead and take what you want and mess good folk right up. Ain't no one gonna get messed up no more. In fact, we're gonna mess you up. How you like them apples, son? Come on, boys, let's get this bitch. Drillinge! Was geht denn da ab? Oh, da hinten haben wir eine Flasche. So, da haben wir auch eine Flasche. So, hier immer die gleiche Animation überall, aber egal. So, kann man den irgendwie in die Pfütze tränken? Das wäre doch auch geil. Aber leider geht das nicht. Zu viel für das Spiel. So, da wollte ich gerade kontern, aber dann ging es wieder nicht. Aber der hat auch gar nicht richtig angegriffen. So, I'm here, Rage. Warum haben wir hier nur noch Fäuste? Auch ein bisschen komisch. Dann benutzen wir mal den Kopf hier. So. Die haben noch was. Der hat so eine Zange. Der hat ein Messer. So, hat der noch Drogen oder so? Der glaubt eigentlich sogar noch was dabei. So, da hinten sind welche. Ja, mit Dynamit, genau. Wäre doch auch mal was. Headshot! Oh, woher kommt der? Was war das gerade? So, und der auch noch. Also manchmal, wenn man da richtig genau zieht, geht es mit den Headshots richtig geil, aber manchmal irgendwie geht die Steuerung gar nicht. Also sehr seltsam. So, hier hinten. Ach, hier haben wir noch ein Drogenpäckchen. Ja, ich brauche das auch groß nicht einsammeln. Für was braucht man das überhaupt? Mein klar, vor Waffen, Munition, aber das findet man im Level selber auch immer. So, da hinten haben wir wieder eine Flasche. Sogar zwei Flaschen. Aber wir machen sie auf die Entfernung. Alter, was hat der für ein Riesending? Also nicht das Ding in der Hose, sondern das in der Hand. Ja, das war jetzt auch wieder ein bisschen zweideutig. Leave him. That son of a bitch won't last 10 minutes before it caves in. So, okay. Finden einen Weg aus der Mini heraus. Hier komme ich nicht mehr raus. Alter, das war ein Typ mit einer Schrotflinte. Und da lasst ihr hier kleinen bei, oder was? Wir haben hier schon ganze Armeen fertig gemacht, aber ein Typ mit einer Flinte. Oh. Von hier kommen jetzt wohl auch 20, 30 Gegner insgesamt. Aber der Typ da draußen? Nee, nee, nee. Den kriegen wir nicht hier. So, wir müssen, glaube ich, hier entlang oder so. Aber dazu brauchen wir vielleicht eine Lampe. Auch geil, alles dunkel. Die Tonne sieht man aber. Oh Mann. Naja, ich brauche ja zu dem Spiel, glaube ich, nicht mehr viel sagen. So, was machen die da? Okay, der blockiert den, oder wie? So, der hat einen Helm. Jetzt nicht mehr. Warum habe ich jetzt plötzlich eine... Warum habe ich plötzlich einen Helm mit einer Lampe? Okay. Sehr seltsam. So, jetzt können wir hier reinschauen. Ach, ich habe gedacht, ich bin hier gegen die Wand gelaufen. So, wo müssen wir eigentlich hin? Laufe ich überhaupt richtig? Oh no, Labyrinth. Links, rechts. Da ist ja zu. Was stand da nochmal? Irgendwas mit Freisprengen? Finde eine Möglichkeit, den Weg nach vorne frei zu sprengen. Ja, nach vorne heißt, dann muss ich ja wieder zurückgehen. Ah, ja, das Tor.
Ding von Geistland natürlich zu. Weil ich habe ja eigentlich ja noch Dynamit dabei. Aber hier... ich will jetzt auch das Dynamit jetzt nicht unbedingt hier vergeuden. Wow! Alter, der hat mich erschrocken. Was macht der da? Der läuft einfach auf mich zu, oder wie? Oh, da steht noch mal einer. Das interessiert den gar nicht. Auch mal geil. Oh, guck mal, hier haben wir Dynamit. Da hätten wir gar nicht bis dahin gehen sollen. Wie das aussieht. Sternchen. Muss ich das jetzt eigentlich aufnehmen? Ne, das mit dem Wechsel, das war wohl die Waffe gemeint. Dynamit habe ich ja schon. Ach, und dann soll ich jetzt wirklich hier die Holztüre wegsprengen. So, einmal anzünden. Wow. Holen wir gleich nochmal ein bisschen Dynamit, dass wir es wieder voll haben. Weiß ich nicht, ob wir das noch brauchen. Alter! Willst du mich verarschen? Ich hätte gerade vorher 8 Stück. Und jetzt habe ich nur noch 2 oder 3. Hallo? Hey. Alter Falter. Sag dazu, glaub nix mehr. Ich hatte gerade noch 8 Stück. Und jetzt nur noch 3. Die wollen mich da verarschen. Schwupp. Alle rennen nach hinten. Triple Kill. Bitch. Vor allem, warum ist der hier vorne nach hinten gerannt? Auch geil. Die hat's ja voll weggefetzt. So, ich hol mal wieder die Knarre raus. So, oh, was haben wir hier? Ein MP? So, die sind, glaube ich, nur Nahkämpfer. Ja, hallo! Der hat irgendwie Zuckungen. So, irgendwie sieht die MP auch ein bisschen komisch aus. Die nehme ich jetzt aber nicht mit, weil wir sonst, keine Ahnung, muss ich glaube ein Sturmgewehr da lassen. Da habe ich ja noch volle Muni. So, hier haben wir wieder eine Flasche, aber keiner da, um den reinzuhauen. Weiß ich, muss ich jetzt hier aufsprengen oder geht's hier? Ach so, da ist auch zu. In welche Richtung? Warum habe ich jetzt wieder 3? Komisch. Zack, einmal Deckung. So, wir schauen mal da rein. Wenn es da nicht weitergeht, dann müssen wir wieder zurückgehen. Ist ja gerade egal. Oh, Hallöchen. Und eine Karte. Das kann auch sein, dass das vielleicht falsch rum war. Ja, eben. Der steht nur da und will seine Schuhe putzen. So, die Kiste, die ist wohl nur so zur Zierde da. Also die kann man vielleicht aufsprengen. Ich meine, hier liegt ja noch Dynamit rum. Probieren wir es mal, was da passiert. Hallo, hallo. Und mein Strahl hat einen Knick. Hallo. Hä? So, einmal so. Ah, jetzt hat. Oh, weg, weg, weg! Ja, hat nichts gebracht. Egal. Das heißt, wir müssen in die andere Richtung gehen. Dum, 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 dum. So. Was wäre ich eigentlich gewesen, wenn ich jetzt hier kein Dynamit mehr gehabt hätte? Dann wäre ich nicht weitergekommen. Und hätte alles zurücklaufen müssen. So, oben rum, unten rum. Wow. Ja, oben habe ich auch voll die Deckung. Vor allem, ich sehe die hier kaum. Oh, lauter Headshots machen. Oh, ich sag mal, wirklich hier ein bisschen. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Autschi. So, zum Glück kann man hier in den Tunnel rein. So, wo sind sie? Na, ja, immer wenn ich schießen will, gehen sie weg. Alle da hinten. Ja, da hätten wir auch voll weit Dynamit hinmachen können. So, alle down. Alle hier oben. Alter, woher kommen die jetzt?
dann laufen wir mal unten rum, weil oben war ja, glaube ich, nicht viel. Nur so ein komischer Steg. Oh, Hallöchen. Kleine Überraschung gefällig. Haben wir hier in den Gang rein. So, Alter, hier kann man gar nicht richtig zielen. Gehen wir mal oben rum. Vielleicht geht's da besser. Der da rechts ist ein bisschen blöd. Der schießt schon von da. Warum ist er weiß umrandet? Keine Ahnung. Gut für mich hier. So, der hat eine Pumpe. Die Entfernung macht er eh nicht viel. Oh, da hinten haben wir eine Karte. Schon die zweite. So, wow, wow, wow. Ganz ruhig. Der trifft uns gar nicht. So, alles einsammeln. Oh, oh, da kommen sie. Alter, warum sprintet er so? Ja, ich muss gleich nachladen. Ja, komm, den machen wir. Hier, auch im Nahkampf. Alter, der ging aber schnell down. So, nachgeladen haben wir. Okay, hier müssen wir wieder sprengen. Gibt's da hinten noch irgendwas zu entdecken? Das will man im Spiel schon entdecken. Das hat Dynamit. Stocken wir das mal auf. So, und dann einmal hier nach hinten geschmissen. So, reicht das? Jo. Ja, und hier geht's glaube ich wieder nach draußen. Listen, buddy, I'm not here to kill you. What? What the hell are you doing then? I know you guys hate the devil's hand, and you're not alone. I don't blame you fellas for jumping me back there, but you're gonna have to give me some information. I need to know where to find Orson. Okay. He isn't here today, but he lives in Fogwood, house by the graveyard. For your sake, I hope you're sure about that.